Ja, Gott sei Dank, aber wirklich. Ja, ich habe einfach geschaut, dass ich dranbleibe. Ich habe gewusst, irgendwann wird der Knoten platzen und bin einfach extrem froh, auch dass es dann auch gleich mit einem Sieg geklappt hat. Ja, also natürlich ist es was ganz Spezielles, wenn du da vor, weiß nicht, 20.000 Leuten spielst und so eine geile Stimmung ist. Natürlich ist es für jeden Fußballer, glaube ich, eins der schönsten Spiele in der Saison. Ja, wenn man dann noch das Siegtor schießt, ist es halt umso schön. Also wir haben schon gewusst, dass Rapid durch die Mitte ziemlich stark ist und wir haben versucht, dass wir eben die Mitte zustellen, dass wir Schwab und Ljubicic nicht ins Spiel kommen lassen. Und ja, es ist dann klar, dass sie dann mehr über außen kommen und der Gegner ist halt über außen immer nicht so gefährlich, wie wenn er durchs Zentrum kommen kann. Ja, also die aktuelle Situation ist ziemlich einfach. Ich habe Vertrag hier bis 2020 und den Vertrag werde ich erfüllen. Mit Sicherheit. Ja. Sie sind der Transfersektor, weißt du? Ich weiß, ja. Aber wie gesagt, bis 2020 bin ich St. Pöltener. Ist auch gut für St. Pölten. Wenn es so weitergeht, ja.